Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 21. März 2024 besprechen. Und wir fangen an in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Hier haben sich in der Nacht einige Angriffe auf die Stadt abgespielt. Und zwar, wenn man dem ukrainischen Verteidigungsministerium glauben möchte, haben diese veröffentlicht, dass insgesamt 31 Raketen auf Kiew abgeschossen wurden, 29 X-101 und X-555 Langstreckenraketen, genauso wie eine Iskander-M und eine Kinjal-Rakete. Und wenn wir uns den Bericht einmal ansehen, auf die Richtung, welche die Raketen eingeschlagen haben, und zwar haben wir hier vorne einen Bericht über die Flugbahn der Raketen und über die Dauer des Fluges. Und auffällig ist hier, dass die Rakete, welche nahe zur belarussischen Grenze ist, eine Kurve geflogen ist hier. Und das habe ich jetzt einmal in der Karte einmal nachgezeichnet, um das besser zu verdeutlichen. Und im Großen können wir sagen, zwei Raketen sind auf jeden Fall direkt frontal östlich in Kiew, also haben Kiew angegriffen östlich, und die eine Rakete ist hinter Kiew geflogen, hat einen Turn gemacht, einen U-Turn gemacht und dann aus dem Westen aus angegriffen. Und hier möchte ich einmal auf die Situation hindeuten, welche wir vor einigen Tagen hatten, dass ganz viele Patriot-Systeme und HIMARS-Systeme etc. aus Kiew abgezogen wurden, um an die Front geschickt zu werden, aufgrund der prekären Lage, welche sich mit dem Equipment abspielt. Und zwar gehen den Ukrainern auf jeden Fall die Munition aus, denen geht das Equipment aus, weil der Westen aktuell sehr, sehr wenig liefert. Und die Problematik ist, sobald hier die Patriot-Systeme, die Luftabwehrsysteme abgezogen werden, dann muss man halt gucken, wie man die aufstellt, um möglichst effizient die Stadt, die Hauptstadt zu verteidigen. Und meines Erachtens nach haben das russische Militär darauf spekuliert, dass die Ukrainer die HIMARS in diesem Gebiet hier also nur noch westlich aufgestellt haben, um mit den wenigen Patriot-Systemen, ach, HIMARS habe ich gerade gesagt, Patriot meine ich natürlich, um mit den wenigen Patriot-Systemen einen möglichst effizienten Schutz über Kiew zu gewährleisten. Und das russische Militär darauf spekuliert, und die Iskander-Rakete höchstwahrscheinlich, die kann solche Bewegungen in der Luft mit hohen Geschwindigkeiten machen. Die Iskander-M ist dann von hinten geflogen und hat versucht, die Stadt vom Westen anzugreifen, um den Patriot-System zu umgehen. Somit wollte erstens die russische Regierung testen, ob dort die Patriot-Systeme wirklich stationiert sind, ob das nicht wie ein Freifahrtschein ist, für die dort von dieser Richtung an anzugreifen. Und zweitens setzen sie auch die ukrainische Regierung unter Druck, weil jetzt, wo die Patriot-Systeme an die Front verlagert wurden, ist die Problematik, dass nicht nur an der Front Druck ausgeübt wird, sondern auch jetzt auf die Hauptstadt, wo das Equipment fehlt. Damit profitiert Russland mit zwei Sachen. Erstens, sie können testen, ob im Westen noch Patriot-Systeme sind oder wie viele dort sind, auch besser gesagt. Und zweitens, um Kiew unter Druck zu setzen mit diesen Raketen und sie in eine sehr prekäre Lage mit dem Equipment zu bringen. Die Einschläge waren, die meisten Bilder und Videos, die wir erhalten haben, waren von Raketenteilen, die auf Wohnhäuser und auf Autos gestürzt sind, ähnlich wie wir es in Belgrad gesehen haben. Also da wurde meines Erachtens nach auf jeden Fall sehr viel abgefangen. Bei ein, zwei Raketen bin ich mir unsicher, ob sie nicht doch ihr Ziel getroffen haben. Und zwar aufgrund dessen Berichtes hier, welchen wir erhalten haben. Und dort spekulieren die Analysten darauf, dass die Raketen auf jeden Fall alle Richtung dem ukrainischen Verteidigungsministerium geflogen sind. Und in der Nähe von diesem ukrainischen Verteidigungsministerium ist auf jeden Fall auch ein Unternehmen, welches für das ukrainische Militär arbeitet, ein pharmazeutisches Unternehmen, welches Produkte herstellt für medizinische Zwecke, für die Front. Also ist es sehr nah am ukrainischen militärindustriellen Komplex. Und das natürlich den russischen Streitkräften, dem russischen Militär ein Dorn im Auge. Und sie wollen das natürlich auch angreifen. Es ist ein High-Target-Ziel auf jeden Fall für die Russen. Und ob die Rakete nicht gelandet ist, weiß ich nicht ganz genau. Aufnahmen werden wir hundertprozentig davon nicht kriegen, falls es das auch geklappt hat. Aber meines Erachtens nach wird da auf jeden Fall was eingeschlagen haben, weil wir sehen hier, wie die Raketen fliegen. Und ein Video hatten wir auch von der Zerstörung. Muss ich ganz schnell finden, entschuldigt. Das müsste hier sein. Wir haben so viele Dinge auf der Karte. Und ja, gucken wir uns am Ende an. Ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Und zwar sehen wir da, wie hinter den Wohngebäuden eine Rakete einschlägt. Und das passt halt nicht ganz zu den Berichten, welche wir aus Kiew erhalten haben. Das wäre es erstmal aus Kiew. Zu Kiew kommen wir nochmal am Ende. Und jetzt gehen wir zur russisch-ukrainischen Grenze. Hier haben sich weitere Ereignisse abgespielt, vor allem in dem Ort oder vor dem Ort Kursinka, welches in den letzten Tagen ziemlich im Fokus ist bei uns.
Und gehen wir mal die Videos durch, welche wir erhalten haben. Also einmal haben wir einen Einschlag einer FAB erhalten, welches bestätigt eigentlich, dass die ukrainischen Streitkräfte sich hier in diesem Gebiet befinden. Aber später haben wir auch Videos erhalten, wie die ukrainischen Streitkräfte abziehen. Hier ist die Evakuierung von den ukrainischen Streitkräften, welche verletzt worden sind, getötet worden sind. Und es scheint wohl eine ganze Menge zu sein. Und hier haben wir ein weiteres Video erhalten von der Konzentration von Streitkräften des ukrainischen Militärs. Und es ist eine sehr unklare Situation aktuell. Das russische Verteidigungsministerium plädiert darauf, dass die Gegend komplett gesichert ist, kurz vor Kosenka, dass dort nichts ist. Aber ja, der FAB-Einschlag, es können natürlich auch alte Videos sein, welche direkt beim Angriff geschehen sind oder aufgenommen wurden. Aber wie ihr sehen könnt, ja, die Gebäude sind ja schon teilweise zerstört. Das wird jetzt kein allzu altes Video sein. Und weitere Berichte über heftige Kämpfe, welche dort stattfinden. Also die Situation ist auf jeden Fall unklar um Kosinke herum, dass die Sachen, welche wir bekommen haben, die Evakuierung von den Verletzten und die Konzentration von den Streitkräften. Also da deutet vieles darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte sich zurückgezogen haben, aber einige Sachen deuten auch darauf hin, dass noch einige Streitkräfte sich vor Kosinka befinden. Aber da müssen wir die nächsten Tage abwarten, was wir erhalten. Dann ein Video haben wir noch erhalten aus Velika Pisarivka. Ein Video von einem FAB-Einschlag, welcher in der Stadt passiert ist. Und ihr könnt hier sehen, die Zerstörung der FAB, vermutlich auch nur in Anführungszeichen eine FAB 500, dort ist sie eingeschlagen. Und jetzt, wo wir beim Thema FAB sind, möchte ich noch einmal kurz nach Moskau gehen. Hier haben wir eine sehr spannende Information erhalten. Eine sehr wichtige Information, welche das Kriegsgeschehen massiv beeinflussen könnte. Und fangen wir erstmal klein an. Zum Ersten haben wir die Artilleriemunition, welche um 75, welche verdoppelt wurde, um das Zweieinhalbfache erhöht wurde. Also die Artillerieproduktion, die läuft Tag und Nacht. Da sind die russischen Fabriken auf jeden Fall in Akkordarbeit, die schaffen da einiges wegzumachen, wenn man denen natürlich glauben will. Und eine viel spannendere Meldung aus Moskau, die FAB 3000. Und zwar haben wir vom russischen Verteidigungsministerium ein Video erhalten, wie Shoigu, der russische Verteidigungsminister, die Fabriken besucht, welche die FAB 3000 herstellen und modernisieren. Und nach diesem Bericht haben wir jetzt eine offizielle Quelle, welche bestätigt, dass die FAB 3000, die FAB 1500 und die FAB 500 in Massenproduktion sind. Das stand immer öfter zur Diskussion. Es gab inoffizielle Quellen, welche das bestätigt haben, aber jetzt haben wir eine offizielle Quelle, welche das bestätigt, dass das russische Militär, die russische Regierung vermehrt auf die Massenproduktion von FAB setzt. Und bei der FAB 3000, da müssten viele Gänsehaut an der Front kriegen, weil wir haben die Einschläge von den FAB 1500 schon gesehen. Das waren massive Explosionen. Und jetzt kommen die FAB 3000 an die Front und die können aus einer Distanz abgeworfen werden. Da müssten die Verteidigungssysteme ziemlich nah an die Front, um diese abzufangen. Die russischen Streitkräfte werfen die Bomben 50 Kilometer vor der Front ab, um Schaden anzurichten mit der FAB, damit diese einschlägt irgendwo. Und hier haben wir ein Video erhalten, wie die Su-34 arbeitet von den russischen Streitkräften. Und das ist alles 50 Kilometer von der Front entfernt. Also das wird ein massives Problem für die ukrainischen Streitkräfte. Dort muss man gucken, wie sie den kontern wollen. Sie müssen die Luftverteidigungssysteme ganz nah an die Grenze bringen, um dies zu verteidigen. Also das ist ein sehr kritisches Thema aktuell und dort müssen wir auch abwarten, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert, wie die russischen Streitkräfte die FAB 3000 einsetzen und ob das wirklich ein Gamechanger ist. Meines Erachtens nach ja. Gehen wir mal in Richtung Terni. Hier haben wir von Sudak Maps einen Bericht erhalten, dass die russischen Streitkräfte sich mittlerweile 600 Meter von Terni befinden, entschuldigt, von Terni befinden. Und das unterstützt auch unsere Analyse von der ganzen Sache, welche wir in den letzten Tagen hier durchgeführt haben. Die russischen Streitkräfte sind ganz nah an Terni, nicht in Terni drinne, kurz davor. Da müssen wir halt gucken, was in den nächsten Tagen auch hier passiert. Die ukrainischen Streitkräfte können das natürlich auch kontern. Der Gewinn an Territorium kann genauso schnell wieder verloren werden, wie er gewonnen wurde. Dort müssen wir abwarten, was für Videos wir aus diesem Gebiet erhalten. Ansonsten gucken wir da gespannt drauf. Dann gehen wir weiter Richtung Bielogorowka. Aus Bielogorowka haben wir aus diesem Anbaugebiet für Gips ein Video erhalten von
einer FPV-Drohne, welche die ukrainischen Schützengräben hier angreift. Und ein spannendes Video haben wir von den ukrainischen Streitkräften erhalten. Und zwar von den Drohnen-Operatoren, welche hier einen russischen Konvoi gesehen haben, welche auf dieses Gipsanbaugebiet zufahren, über die Feldwege. Und diese haben dann auch angefangen, diesen Angriff zu kontern. Mit Drohnen, mit Artillerie, mit allem, was sie haben. Und hier sehen wir das, ist natürlich ein PR-Video. Man sieht die ganzen Einschnitte von den Soldaten, wie sie dort arbeiten in der Kommandozentrale. Und was wir hundertprozentig sagen können, der Angriff wird höchstwahrscheinlich abgewehrt. Kann sein, dass die russischen Streitkräfte hier irgendwelche Stellungen erobert haben, dort Infanterie absetzen konnten. Aber darüber haben wir jetzt keine Nachweise. Das würden die ukrainischen Streitkräfte auf jeden Fall nicht in deren Videos schneiden. Und der Angriff lief halt entlang des Pfeils, welchen ich hier eingezeichnet habe, ab. Wir haben die Stellen, welche wir geolokalisieren konnten, markiert mit der roten Kalaschnikow hier. Und das war der Angriff auf Belagarivka. Ansonsten haben wir nichts Neues aus dem Gebiet. Dann gehen wir weiter. Und zwar Richtung Siversk. Hier haben wir an den Eisenbahnschienen weitere Angriffe von Drohnen erhalten, welche die ukrainischen Stellungen angreifen, die Schützengräben, die Bodentruppen. Und wenn wir mit der Karte zurückgehen, dort sehen wir, dass die, gehen wir mal 3 Wochen zurück von Anfang März, die Angriffe werden auf jeden Fall intensiver über die Zeit. Wir sehen hier entlang den Eisenbahnschienen wird bombardiert und dort liegt ein Fokus der russischen Streitkräfte, genauso wie hier in Richtung Perezhny, in Razdoljevka und in Fejorivka. Hier haben sich auch die Angriffe intensiviert über die letzten 3 Wochen. Hier tatsächlich sogar schon 4, 5 Wochen, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten, ja, der Fokus liegt auf den Eisenbahnschienen, das können wir so sagen, aufgrund der Angriffe, welche wir hier geolokalisieren konnten. Aber weitere Gewinne scheinen da nicht zu sein, aber Konterangriffe sehen wir auch nicht in diesem Gebiet. Das müssen wir auch dazu erwähnen. Ansonsten, Fedorovka, Razdoljevka, haben wir keine weiteren Informationen. Eine weitere Information haben wir, welche bestätigt, dass die ukrainischen Streitkräfte in Vasilkivka Fuß gefasst haben und das keine Grauzone ist, sondern die ukrainischen Streitkräfte, die es erobert haben. Hier haben wir ein Video, wie die russischen Streitkräfte die ukrainischen Stellungen in Vasilkivka angreifen. Die Karte werden wir anpassen. Ich habe das jetzt erstmal provisorisch eingezeichnet, aber im Laufe des Tages werden wir das anzeichnen, dass die ukrainischen Streitkräfte hier das Gebiet kontrollieren. Dann weitere Attacken auf die ukrainischen Stellungen in den Feldern, welche wir hier sehen können. Das war gegen Ende des Videos. Hier sehen wir die Angriffe und ansonsten haben wir keine weiteren Aktivitäten aus dieser Gegend entdecken können. Dann gehen wir weiter Richtung Ivanovsky, Chasavyar und Klishivka. Aus Chasavyar haben wir ein weiteres Drohnenangriff-Video erhalten, wie die FPV-Drohnen, die gepanzerten Fahrzeuge oder die Trucks der ukrainischen Streitkräfte angreifen. Hier haben wir das Video, die Granaten werden abgeworfen und das Fahrzeug, der Truck, wird zerstört, welcher für die Logistik vermutlich gebraucht wurde. Und aus Ivanovsky haben wir einen Bericht erhalten, dass die russischen Streitkräfte im westlichen Part von Ivanovsky unterwegs sind und sie dort angreifen und dass die Luftwaffe auf jeden Fall dort unter die Arme greift, um die Truppen zu unterstützen. Wo genau der Angriff jetzt stattfinden soll, kann ich nicht genau sagen. Der Westen ist in ukrainischer Kontrolle. Aber müssen wir abwarten, was wir dort für Videos erhalten, ob sie zurückschlagen werden, ob sie aus der Grauzone eine rote Zone machen können oder ob es eine gelbe Zone wird, das können wir aktuell nicht sagen. Ansonsten können wir sagen, auch die Angriffe zwischen Klishivka und Ivanovsky auf diesen Feldern, welche in einer Grauzone markiert sind, haben sich intensiviert. Wir sehen Angriffe der russischen Streitkräfte auf die Felder. In diese greifen die ukrainischen Stellungen an, das ukrainische Equipment. Genau in diesem Gebiet zwischen Klishivka und Ivanovsky. Und aus Klishivka haben wir ein Video erhalten, wie die ukrainischen Stellungen in den Wäldern hier bombardiert werden. Hier sehen wir das, wie die Artillerie einschlägt. Erste, zweite, ich glaube 4, 5 Einschläge hatten wir dort, wie ihr sehen könnt, rechts im Video. Und eine wichtige Information, das russische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass die Eisenbahnschienen östlich von Klishivka eingenommen wurden. Darüber haben wir keine Videobeweise. Da müssen wir abwarten, was aus dieser Gegend noch kommt. Ansonsten wäre es das erstmal aus Chasavyar und Klishivka. Dann haben wir einen Lanzett-Angriff auf einen ukrainischen Panzer, welcher vor Klishivka aufgenommen wurde. Und das wäre es eigentlich auch erstmal aus diesem Gebiet. Ich meine, wir hatten noch ein Video von einem zerstörten Artilleriesystem der Sowjetunion, aber das scheint wohl
weiter Richtung Cherson zu sein. Gucken wir mal Richtung Avdiivka. In Avdiivka haben wir, fangen wir in Olivka an. In Olivka hat Zodiac Maps gepostet, dass die russischen Streitkräfte ihre, ach der Motto Patriot, entschuldigt, nicht Zodiac Maps, dass die russischen Streitkräfte ihren Fortschritt in Olivka ausbauen konnten und weiter nördlich, nordwestlich expandiert sind. Also Olivka ist höchstwahrscheinlich unter russischer Besatzung und nördlich sind sie expandiert und haben einen Teil der Felder eventuell eingenommen, wenn man dem Bericht glauben will. Aus Berdichi haben wir nichts Besonderes erhalten, einige Drohnenangriffe und einige zerstörte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, wenn ich mich recht entsinne. Ja, hier haben wir den Einsatz von Streumunition von der ukrainischen Seite, welche die Felder und die Route hier angreift, an Berdichi die Versorgungsroute, um die Truppen im Westen zu unterstützen. Dort wird auch einiges an Crew-Equipment getroffen und zerstört, wie ihr sehen könnt. Und das wäre es erstmal aus Berdichi. Dann eine weitere Information, welche sehr spannend ist. Toninke ist jetzt komplett eingenommen von den russischen Streitkräften. Dort haben wir vor 2, 3 Tagen schon darauf spekuliert, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis Toninke eingenommen wird, weil die Karten standen einfach sehr schlecht für die ukrainischen Streitkräfte, vor allem in dieser industriellen Gegend hier, in diesem industriellen Viertel. Dort waren die ukrainischen Streitkräfte eingekesselt und mussten schnell sich zurückziehen, weil sie sonst über die Felder hätten laufen müssen. Und die russischen Streitkräfte haben vermutlich versucht, weiter die Waldstücke entlang zu gehen. Dort haben wir ein Video von einem Drohnenangriff. Der Channel ist leider privat, das können wir uns nicht angucken. Aber ansonsten, Doninki ist unter russischer Besatzung aktuell. Das wäre es dann auch aus Avdiivka. Dann gehen wir weiter. Aus Krasnagarivka haben wir einen weiteren Angriff bekommen vom Tupan-Artilleriesystem. Mörser, schwerer Mörser ist das, des Tupan. Hier sehen wir, wie die ukrainischen Stellungen angegriffen werden. Das Gebiet bleibt weiter unter Beschuss. Dort wird nicht locker gelassen, also täglicher Beschuss, welcher Richtung Krasnagarivka ist, bis vermutlich die erste Verteidigungslinie durchbrochen ist, bis die ersten Leute sich zurückziehen. Aber ansonsten keine weiteren Informationen aus dem Gebiet, was auch aus dem südlichen Viertel aus Krasnagarivka ist. Da haben wir keine Informationen, wer was kontrolliert. Da müssen wir abwarten, was wir dort noch kriegen. In Gerivka haben die Angriffe im Gegensatz zu gestern abgenommen. Wir haben noch einen weiteren FAP-Einschlag von gestern erhalten, welcher in Gerivka einschlägt. Aber ansonsten nichts Neues mehr aus dem Gebiet. Dann gehen wir weiter Richtung Nowomichailowka. Hier haben wir einen Drohnenanschlag bekommen, welcher die russischen Streitkräfte attackiert. Und, ach, die ukrainischen, entschuldigt, die ukrainischen Streitkräfte attackiert. Das gibt uns auch Aufschluss darüber, dass die ukrainischen Streitkräfte sich auf jeden Fall 2 Blocks hier hundertprozentig befinden. Dort werden sie sein. Also die Karte ist ungefähr höchstwahrscheinlich ziemlich richtig eingegliedert mit den Farben in der Grau, also mit Rot, Gelb und der Grauzone. Dann in Paraskovkivka weitere Angriffe mit dem Artilleriesystem auf die ukrainischen Stellungen. Was dort zerstört wurde, können wir nicht genau sagen. War leider nicht ersichtlich. Dann weitere Fortschritte nördlich von Nowomichailowka. Syrok Maps hat hier auf seiner Karte bereits markiert, dass die russischen Streitkräfte ein weiteres Waldstück hier erobern konnten. Wir warten dort ab, was dort passiert, ob dem wirklich so ist. Da wollen wir erstmal Videos haben. Das kennt ihr, glaube ich, bereits. Dann Vuhledar steht weiter unter Beschuss. Die russischen Streitkräfte bombardieren weiter die ukrainischen Stellungen. Das Video können wir uns nicht angucken aufgrund von Todesfällen. Aber auch hier gehen die Angriffe weiter. Vuhledar konnte von den russischen Streitkräften mehrmals nicht eingenommen werden. Dort wird meines Erachtens nach auch in naher Zukunft ein Fokus drauf liegen, um das zu erobern. Natürlich auch ein symbolischer Wert, Vuhledar. Dann gehen wir weiter Richtung Staromajorsk-Urajaina. Einige Drohnenangriffe auf die ukrainischen Stellungen, auf die Schützengräben, aber auch hier keine weltbewegenden Informationen, welche Aufschluss geben über irgendeinen Fortschritt. Dann haben die ukrainischen Streitkräfte ein Video veröffentlicht von einem Angriff der russischen Streitkräfte. Das Video ist jetzt schon ein paar Tage älter. Vom 17. müsste das sein. Hier haben die Russen, also das ist der Fortschritt der russischen Streitkräfte, wie der entstanden ist, höchstwahrscheinlich. Und dort sehen wir, dass eine Kolonne von Panzerfahrzeugen und Panzern unterwegs und diese wurden von den ukrainischen Streitkräften bombardiert und einige Fahrzeuge wurden auch zerstört in diesem Clip hier. Das wäre es dann noch aus Staromajorsk-Urajaine. Dann aus Richtung Gulaipolje haben wir heute keine Informationen erhalten. Also hier ist
heute nichts passiert oder nichts passiert, was wir mitbekommen haben, über Telegram, über irgendwelche Videos. In Robotina ist es auch ziemlich ruhig, keine Informationen. Und dann ein Gvozdika-Artilleriesystem wurde zerstört. Eine Panzerhaubitze. Gvozdika-Panzerhaubitze wurde zerstört in den Waldstücken vor Stepnoilsk. Und das wäre es eigentlich auch aus der Umgebung. An der Front ist heute tatsächlich nicht allzu viel passiert. Und Richtung Cherson auch keine Neuigkeiten. Die Routinearbeit, welche stattfindet. Hier in der Gegend von Odessa haben wir zwei Lanzettangriffe gesehen. Der erste Lanzettangriff hat ein Radarsystem der ukrainischen Streitkräfte zerstört, welches wir hier auf dem Video sehen können. Hier ist der Angriff der Lanzettdrohne auf das Radarsystem. Kein angenehmer Verlust für die ukrainischen Streitkräfte, so ein Radarsystem. Und ein weiteres Video von der Lanzettdrohne, welche ein Boot des ukrainischen Militärs angreift. Ich bin jetzt vorsichtig damit zu sagen, der Marine. Kann mir jetzt schwer vorstellen, dass dort ein Boot der Marine steht, also wirklich ein Kampfboot. Wird vermutlich einfach ein Boot sein, was umfunktioniert wurde zu einem Militärboot oder Truppen bewegt oder auf Patrouille fährt. Vielleicht irre ich mich auch, aber mehr kann ich jetzt darüber nicht sagen. Das wäre es dann erstmal von der Front an Informationen, welche wir erhalten haben. Dann können wir noch einmal Richtung Kiew gehen. Und zwar hier hat der Herr Sullivan eine sehr nette Information gegeben, sage ich mal. Und zwar meinte der Sullivan, dass der Kongress auf jeden Fall für die 60 Milliarden Dollar stimmen wird. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und so ist auch die Stimmung, wie ich mitbekomme in der Ukraine. Die Leute gehen ziemlich sicher davon aus, dass diese Hilfen genehmigt werden. Meine persönliche Meinung ist, das ist noch ziemlich unklar. Also es ist so ein 50-50-Ding gerade. Und das Wording hat sich auch geändert. Also von wir holen die Krim zurück ist das Überleben geworden, sagen wir es mal so. Also, wie sollen wir sagen? Erstmal, wie gesagt, erstmal wollte man die Krim zurückholen und jetzt ging es nur noch darum, die Souveränität der Ukraine zu behalten, also ums Überleben zu kämpfen. Da ist das Wording massiv geändert. Ansonsten haben wir noch ein Video von der Mobilisierung bekommen, von einem Anwerbungsversuch der ukrainischen Streitkräfte. Die Mobilisierung geht weiter, die Zwangsmobilisierung geht weiter und das bleibt weiter eine prekäre Situation. Ich bin mir sicher, in den nächsten Wochen kommt da auf jeden Fall was Großes in den Nachrichten bei uns an, dass wir da auf jeden Fall mehr Männer, dass da mehr Männer gebraucht werden. Wir hatten ja den Bericht gestern oder vorgestern gelesen, mit den mindestens 250 Männer werden gebraucht, um die Front zu stabilisieren. Und wenn jetzt die weitere Front an der russisch-ukrainischen Grenze aufgemacht wird, von 600 Kilometer sind das, wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir ein Riesenproblem. Was heißt wir? Die Ukrainer haben ein Riesenproblem dann. Und der Westen auch, weil irgendwie muss das dann aufgehalten werden. Dem Westen liegt ja sehr viel daran, den russischen Angriff abzuwehren. Dort ist natürlich auch eine Angst, also im Westen ist natürlich auch eine Angst da, dass die russischen Streitkräfte bei der Ukraine nicht aufhören, sondern bei Polen, Rumänien und dort halt weitermachen. Ob es berechtigt oder nicht, möchte ich jetzt einmal so stehen lassen. Und das wäre es dann ansonsten fürs heutige Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.